Ein T-Shirt aus Holz. Das klingt ziemlich unbequem. Trotzdem verkauft das Startup Wild seit kurzem T-Shirts aus einem Stoff, den kaum jemand mit kuschelig weichem Tragekomfort verbinden dürfte. Und das mit Erfolg. Denn der Schein trügt. Textilgarn aus Holzfasern bietet tatsächlich beste Eigenschaften für Kleidungsstücke wie T-Shirts. Ja, das Besondere ist wirklich die Faser selber. Also die Faser ist extrem glatt. Dadurch hast du den Vorteil, dass du sehr viel weniger Reibung auf der Haut hast und es trägt sich wirklich wie eine zweite Haut. Und das andere Besondere ist, dass die Faser sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese sehr schnell abgibt. Das hat A den Effekt, dass es temperaturausgleichend wirkt. Das heißt eben, du schwitzt weniger und das andere ist, dass es antibakteriell wirkt. Seit Ende 2016 gibt es die Holz-T-Shirts von Wild nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zu kaufen. Die Idee kam den Wuppertalern dabei eher durch Zufall. Angefangen hat es tatsächlich damit, dass wir versucht haben, Spielzeug aus alternativen Materialien zu fertigen. Ich hatte damals eine Spielwarenmesse besucht und da hatten mir Verkäufer erzählt, wie gut es wäre, dass wenn man günstig produzieren könnte und dass die Leute alles mit, also die kaufen das und nehmen es mit zum Strand, aber die lassen das dann auch da liegen, weil das nimmt man dann nicht mehr mit zurück. Also einfach diese Wegwerfgesellschaft. Und da dachte ich, das ist irgendwie nicht das, was wofür ich stehe, was ich möchte und wie ich die Zukunft sehe. Aufgrund der Tatsache, dass wir über diesen Holzstoff gestolpert sind, wurde uns dann relativ schnell klar, dieser Holzstoff, der hat so unglaubliche, also abgesehen von den Umweltaspekten, so unglaubliche Trageeigenschaften, wir müssen daraus Kleidung fertigen. Da der Rohstoff Holz in Europa nachhaltig angebaut werden kann, sind daraus gewonnene Textilien umweltfreundlicher als zum Beispiel traditionelle Baumwolle, die importiert werden muss? Zudem wird für Baumwolle extrem viel Wasser benötigt. Das heißt, um nur ein Kilo Baumwolle zu gewinnen, brauchst du um die 11.000 Liter Wasser. Für konventionelle Baumwolle wird extrem viel Chemie eingesetzt. Das heißt, eben auch auf ein Kilo Baumwolle kommt ein Liter Chemie. Es ist uns auch wichtig, dass wir ausschließlich Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft verwenden. Das heißt eben, dass für jeden Baum, der verwendet wird, immer auch wieder neu gepflanzt werden. Bereits seit Jahren forschen Wissenschaftler nach Alternativen zu Baumwolle und Kunststofffasern. Denn Baumwolle wird knapp und der Kunststoff Polyester ist ein erdölbasiertes Produkt, für das viel Energie aufgewendet werden muss. Doch inzwischen gibt es nachhaltigere, biologische Rohstoffe für Textilien. Zum Beispiel Bananenfasern, Milchreste oder eben Holz. Der Weg von diesem Rohstoff zum Textilgarn für T-Shirts verläuft über mehrere Arbeitsschritte. Zunächst wird das Holz in Schnipsel zerkleinert, die in ein organisches Lösungsmittel eingelegt werden. Dadurch wird die Zellulose herausgelöst. Die entstandene Masse presst die Maschine anschließend zu Fasern. Daraus lässt sich nun das Garn für T-Shirts herstellen. Für uns ganz wichtig ist es eben, dass vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt das ein fairer Prozess ist. Und dass der Prozess nicht nur eben der Natur gegenüber fair ist, sondern auch den Menschen, also jedem, der daran beteiligt ist. Das fängt halt in unserem Fall bei dem Förster an und endet dann eben bei den Leuten, die das T-Shirt dann zusammennähen. Diese komplette Kette wollen wir super transparent darstellen, dass wirklich jeder am Ende sich denkt, oh, na, jetzt habe ich aber ein richtig tolles T-Shirt in der Hand und eben auch sieht, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, ein so ein T-Shirt eigentlich zu machen. Daher kann man die T-Shirts auch im Wild Online-Shop selbst zusammenstellen. Am Ende hat man dann ein individuelles T-Shirt aus Holz, das nachhaltig ist und dazu auch noch ziemlich stylisch aussieht.